Willkommen zu einem neuen Kochvideo. Heute mache ich für euch oder nur für mich. Nein, heute mache ich für mich ein Bratwurst-Sandwich. Es ist ein Premierenvideo. Warum? Weil es gibt vom Bratwurst-Sandwich nur ein einziges Video auf YouTube und deswegen machen wir jetzt heute ein Bratwurst-Sandwich-Video. Was ihr dafür braucht, sind die Nürnberger Rostbratwürstchen. Ich mache mal Licht an, obwohl ich hier Licht in der Küche an habe. So, da kann man das besser sehen. Nürnberger Rostbratwürstchen, die kleinen braucht ihr erstmal. Dann ist für Sandwich zwei Toast, ganz normales Buttertoast. Dann braucht ihr ein bisschen Brühe, Gemüsebrühe, Rinderbrühe, das ist mir völlig egal. Und die setzen wir jetzt schon mal auf, damit die heiß werden kann. So, die Brühe kann schon mal kochen. Dann braucht ihr natürlich Senf, mittelscharfen oder scharfen, das ist ganz euch überlassen. Und dann braucht ihr eine Zwiebel. Und mit der Zwiebel fangen wir an. Die halbieren wir erstmal und dann schneiden wir die in Scheiben, in halbe Ringe, in etwas dickere halbe Ringe, also nicht ganz so dünn, so ungefähr. Und dann kommt die später in die Brühe. Und ja. Das machen wir jetzt mal schnell. So, die Zwiebeln können jetzt schon in die kalte Brühe. Die habe ich gestern schon vorgekocht. Die können dann langsam schon mal vor sich hin kochen. Und das mache ich jetzt mal. Die Zwiebeln kommen jetzt in die vorbereitete Brühe und können dann erstmal kochen. So. Die Zwiebeln kommen jetzt in die Brühe. So. Und währenddessen die Zwiebeln kochen, kümmern wir uns ums Toast. So. Und um die Würstchen. So. Die müssen natürlich auch noch gebraten werden. So. Es soll ja ein richtig schönes Sandwich werden. Und bevor ihr die Bratwürstchen bratet, testet ihr, wie viel Bratwürstchen ihr für das Sandwich braucht. Also schön alles nebeneinander legen. So, die eine ist länger, die andere ist kürzer, das ist völlig egal. In meinem Fall sind das jetzt 5 Bratwürstchen, wie man sieht, die auf ein ganzes Toast passen und die werden jetzt erstmal angebrutzelt. Bis dahin kleine Pause. So, willkommen zurück. Die Zwiebeln sind jetzt weich gekocht. In der Zeit, wo die Bratwürstchen noch brutzeln, gießen wir jetzt die gekochten Zwiebeln ab, beziehungsweise die eine Zwiebel. Die müssen richtig schön weich gekocht werden in der Brühe. Und die Brühe gießt man ab durch den Sieb. So. Und dann einfach auf den Teller oder Schälchen oder was ihr habt draufpacken. Und dann warten wir jetzt noch, bis die Würstchen alles, bis die Würstchen fertig sind, meine ich. So, in der Zeit, wo die Würstchen brutzeln, beziehungsweise gleich fertig sind, nehmen wir uns jetzt den Senf und schmieren jetzt die Toastbrotscheiben mit Senf ein. Weil auch Bratwurst gehört nun mal Senf. Das ist nun mal Fakt. Auch wenn man sagt, man soll nur die Wurst schmecken, gehört der
Senf drauf. So, ihr schmiert einfach Senf aufs Toast. Und dann geht's gleich weiter. So sieht das Ganze aus. Kleine Pause. So, willkommen zurück. Die Würstchen sind jetzt fertig. Ich finde die dunkel richtig schön, aber das könnt ihr selber entscheiden, wie dunkel ihr die wollt. Und jetzt geht's ans Belegen von dem Sandwich. So, machen wir mal so. 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 Und die letzte kommt natürlich auch noch drauf. So. Na komm, geht drauf. Und dann kommen eure geschmorten bzw. gekochten Zwiebeln oben drauf. So. Und dann wird zusammengeklappt und euer Bratwurst-Sandwich ist fertig. Ganz einfach, ganz simpel. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Und so sieht das gute Stück dann aus. Guten Hunger wünsche ich euch. Viel Spaß beim Nachkochen.